Ein toller Erfolg. Gut gemacht. Ein goldener Schlüssel. Ja, gut. Das hat sich ja gelohnt. Und jetzt wieder alles an die Staatskasse überweisen. Glaube ich, oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich guck mal ganz geschwind was nach auf meiner schlauen Liste. Vielleicht steht dazu ja was. War das so? Alles klar, doch, ist richtig. Also sobald man 5 Millionen hat, ist der Goldberg eben so hoch, dass man an diesen goldenen Schlüssel drankommt. Und dann überweist man einfach alles an die Staatskasse. Ja, und da ist es blöde. Man kann immer nur in 1 Million Abständen das überweisen. Ich liebe die Farbe von Gold. Und es glänzt so schön und mit dem Gewicht kann man auch nicht viel falsch machen. Ja, und da wird sich Hobson natürlich freuen. So, noch 1 Million. Das Ganze noch 3-mal. Und dann können sie unsere Bürger auch nicht mehr beschweren. So. Noch 2-mal. Und falls ihr euch erinnert, ganz unter diesem Goldberg, unter Whoopi Goldberg, den wir ganz am Anfang gesehen haben, befindet sich eine Truhe. Und da stand irgendwie drauf, werdet reich und verliert alles, dann öffne ich mich. Oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und wenn alles richtig ist, müssten wir die jetzt eigentlich aufkriegen gleich. So. Ja, komm, den Rest auch noch. Wir nehmen ja eh so viel ein. Ja, so. Ah, dieses schöne Gold. Dieser Raum ist recht groß. Wie wohlhabend. Einmal kurz raus und wieder Gibt rein. Gibt es noch irgendetwas zu tun? Ich dachte, wir haben 0 Gold. Na gut, meinetwegen. Lust auf ein bisschen zählen? Durchsuchen. Und sie öffnet sich. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, aber bisher noch keine Lösung gefunden. Kaliber 48 Drachenstampfer. Von diesen hervorragenden Waffen wurden nur 6 hergestellt. Reaver besitzt 5 davon. Euch gehört jetzt die 6. Und 5 Gold. Wow. Und eine Gildenbrusttätowierung. Und ja. Ist gut. 5 Gold. Geil. Aber diese Pistole ist einfach nur der Hammer, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen gehen wir mal geschwind in den Waffenraum. Die Waffenkammer erwartet. Haben wir sie hier. Ist eine andere Waffe vonnöten? 96 Schaden. Das ist so krass. Was hat die denn hier? Revolutionär. Erledigt 40 Adlige. Drachenatem. Erledigt 50 Feinde mit starken Angriffen. Workaholic. Verdient euch 10.000 Goldstücke mit Stellen. Uiuiuiui. Egal. Ausrüsten. Nice. So, dann kommen wir jetzt wieder zurück. Und Time ist eine richtig kranke Pistole am Start. Und können hier die Pfeffertopfhöhle wieder verlassen. Ja, wir können die Pfeffertopfhöhle wieder verlassen. Komm schon. Na also. Nur noch 1.406.722. So. Ah, das müsste eigentlich hier. Ah, nein, ich habe S gedrückt statt W. Ah, gut, das war knapp. Das hat's noch nicht ganz. War noch nicht weit genug gelaufen. Müsste eigentlich hier in der Nähe sein. Dieser Holzturm, wo wir den einen Zwerg erledigt haben. Wo war der denn?
Das war doch... Nein, keine Fledermäuse oder Krähen oder was auch immer ist. Das war doch... War das nicht der, wo wir gerade standen? Der vorne da? Doch, ich glaube, es müsste der gewesen... Genau hier, dieser Pseudo-Holzturm. Genau, genau, genau. Und ihr seht den Weg. Folgt diesem Weg, bis du deinem Wegweiser mit Ausschub Baustornmarkt. Welche Richtung ist es jetzt? Hier hoch? Da soll ein Wegweiser kommen. Mit der Ausschrift Baustornmarkt. Der da vorne. Grabungsort, ja, super. Genau. Und wie jetzt weiter? Geht rechts am Wegweiser vorbei und ihr seht einen Pfad. Folgt diesem, geht hinunter ins Wasser. Vor euch ist nun ein Silberschlüssel. Rechts am Wegweiser vorbei. Hier? Ist ja nicht unbedingt rechts, meinetwegen. Starke Angriffe. Ah. Starker Angriff. 50 müssen wir erledigen dadurch. Geht bei diesen Skelett-Hops ja relativ schnell. Na, ein bisschen näher ran. Schade, dass ein Angriff nicht ausreicht. Also bei den normalen Hops. Das müssen dann, glaube ich, schon zwei sein, oder? Nee, mehr. Drei oder wie viele? Ja, drei anscheinend. Ja, Grab. Oh, ein Kreatur- und Beschwörungstrank. Hat sich ja voll gelohnt. Aha, da geht's irgendwo rein. Da vorne können wir tauchen. Eine Perle. Und hier irgendwo soll ein Silberschlüssel sein. Na nö, Balverine. Aber du sollst den da abschießen. Na, da vorne kommt er nicht hin. Hä? Wo ist denn da ein Silberschlüssel? Ah, da vorne. Schwimmen. Gut. Geht diesen Pfad wieder ein bisschen zurück und links von euch ist ein Eingang in die Feuchtwasserhöhle, ja. Geht in die Höhle einfach den Weg bis zum Wasserfall weiter. Rechts vom Wasserfall ist ein Zwerg. Alles klar. Dann ist wahrscheinlich diese Feuchtwasserhöhle, wo wir später noch einmal hinein müssen. Aber egal. Oh Gott, was ist denn mit den Farben los? Hier rein und rechts von uns ist ein Zwerg. Ja, das kann ich so unterschreiben. Ich komme bald zum Tee vorbei. War das der? Ach, rechts vom Wasserfall, ja gut. Okay. Jetzt hier weiter, dann müssen gleich ein paar Hops auf uns lauern. Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum rollt er nicht?
Jetzt rollt er auf einmal. Auf den dann nochmal. Starker Angriff. Bitte als allererstes die normalen Hops erledigen, wenn es geht. Weil die nicht nachspawnen, jedenfalls nicht im laufenden Kampf. So, du. Weg. Tschüss. Tschüss. Ach, es hat den Magier getroffen, oder was? Ah, nee, das war schon der Richtige. Gut. Die sind ja recht schnell weg, die normalen Skelette. Alles klar. Oh, da fällt er runter. Müssen wir ja bald schon dieses Upgrade haben, dann können wir wieder normal schießen. So, hier irgendwo müsste... Ich mag kleine Welten gerne. Am liebsten knusprig am Spieß gebraten. Oh, Mensch. Ah! Alter. Was soll das denn? Echt nett zu sein. Ich töte nette Leute, wisst ihr? Alter, warum trifft er denn nicht? Na also. Grabungsort wo? Hier. Und so muss es sein. Gleich anfangen, dass ich dann auch graben kann. Hast du es endlich gelernt? Perle. Wow. Wir schauen uns hier nochmal kurz um. Vielleicht finden wir noch eine Kiste oder so. Ja, genau. So viel dazu. Sensenrückentätowierung. Okay. Ist hier vorne noch irgendwas? Dann müssen wir später eh hin. Ach, das ist nur so ein komischer Stein. Ja, okay, hier ist eh versperrt. Alles klar, gut. Dann hinaus wieder. Da vorne ist ja auch noch ein Silberschlüssel, aber an den kommen wir im Moment noch nicht ran. Erst später. Das dauert noch ein bisschen. Jetzt müssen wir wieder zurück zum Wegweiser. Bla. Alles klar. Ich glaube, das werde ich schaffen. Hier ist der Wegweiser. Das müssen wir über diesen Zaun springen. Ja, Hundi ist in Ordnung. Und hier lang. Hier unten irgendwas? Nö, wahrscheinlich. Oh, doch, eine Kiste. Irgendein Grabungsort oder so. Wahrscheinlich noch. Aber da ist ja eben meistens nicht so was Geiles drin. Da sind Kisten schon besser. Wow, 3000 Gold. Ich bin begeistert. Oh nein, Krähen. Oder Fledermäuse, keine Ahnung. Krähen wahrscheinlich hier. So, und da vorne ist der Silberschlüssel. Und noch ein Grabungsort. Ja, komm, dann mach halt. Hier unten? Nee, da. Okay, 5000 hat sich endlich mal gelohnt. Es müsste doch eigentlich... Zwei Silberschlüsse noch, ich muss mal kurz gucken. Weil ist es so ein längerer Absatz. Mhm. Aha. Alles klar. Okay. Für die letzten beiden brauchen wir eine Quest. Die wir jetzt nicht machen werden. Vielleicht irgendwann später, wenn wir die überhaupt schon haben. Weiß ich nicht. Können wir was reparieren? Ja. Oha.
Sachen kaufen können wir nicht. Vielleicht jetzt in Aurora. Alles nicht verkäuflich. Na gut. Was ist mit dem Söldnerlager? Natürlich auch nicht. Gut, dann gehen wir kurz speichern und ich werde dann die Aufnahme beenden. Weil ich meine, wenn ich mir da keine Gebäude kaufen kann, dann sehe ich es nicht ein, dass ich hier mich noch weiter mit dem Spiel beschäftige. Nee, es wird einfach ein bisschen spät. Und so ist ja egal. Ist ja meine Entscheidung, ob das Spiel beende oder nicht. Das Spiel beenden, die Aufnahme beenden. Nein, ich will. Gut. Ich wünsche euch eine gute Nacht und esst was Schönes. Bis dann.